Hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid bei Let's Play World of Warships und heute will ich euch mal wieder die Kolberg zeigen und eine Runde für euch spielen, also von dem her hoffe ich doch, dass mir eine vernünftige Runde glückt. Ich habe sie ja schon vor langer Zeit mal vorgestellt, als ich die Deutschen exklusiv hatte, aber jetzt ist es endlich soweit, dass ich mir den Tech Tree selber hochspiele und dementsprechend spielen wir einfach gleich los. Ich spare mir die Stats hier in Hafen, sondern wir legen einfach los. So, und hier sind wir also jetzt im Gefecht mit der Kolberg. Und nicht wundern, warum ich schreibe, das war ein großartiges Gefecht. Ganz einfach und banal, meine Aufnahmetaste ist F9. Und dementsprechend sage ich zu Beginn von jedem Gefecht, das war ein großartiges Gefecht. Ja, das ist nur als kleine Randnotiz, weil ich glaube, es gab sogar schon mal die Frage und dementsprechend habe ich darauf noch nie geantwortet. Habe ich nun getan, Thema erledigt. Das war ein großartiges Gefecht. So, wir haben hier die Zone, die kann hier dann dementsprechend erobert werden. Werde ich jetzt aber mal nicht tun, ich werde mich da erstmal auf die Gegner orientieren und versuchen, dass die, die da reinfahren, von mir dann behakt werden. Aber die ersten Gegner lassen noch auf sich zu wünschen. Da oben auf A8 der erste. Aber zu weit weg für mich. Ich will jetzt erstmal darüber fahren. Richtung, was ist denn das? H3, da in die Ecke. Und auch da kommt schon der erste. Wir sind jetzt hier 3 und Top-Tier. Die historische Voy würde sich, wenn sie sich da hinten versteckt, halt gut machen. Jetzt kann die Zone erobert werden, aber wie gesagt, wir gehen nicht darauf. Wir fahren da Richtung, da wo schon die ersten 3 Gegner sind. Da oben, die haben ihren Spaß scheinbar. Hier unten muss man auch aufpassen, weil mit der Wakatake zusammen auf den Gegner zu rushen, das Schiff hat halt nur 9,2 Kilometer Reichweite. Also gegen eine Kolberg geht's. Eine St. Louis mit 10,4 wird schon happig. Eine Tenryu spielt einen komplett aus mit 11, also da muss man auf 2 Kilometer ran und gerade die Tenryu ist dann auch noch schnell. Also, da muss ich sagen, ist die Kolberg definitiv im Hintertreffen bei einem 1-on-1. Ist aber lustigerweise das Schiff, was hier gleich am nächsten ist. Beziehungsweise wäre. Und auch die konischen Kanonen sind nicht förderlich. Also ich muss sagen, die Kolberg gefällt mir in der Tendenz nicht so gut wie viele andere Schiffe auf der Stufe. Den Rio zum Beispiel mag ich wiederum sehr gerne. Aber wenn man einen Gegner hat, der nicht ausweichen will, dann trifft man auch hier was. Hat schon den ersten Ausfall zu beklagen. Und nun fahrt sie weg, da kommt aber die Tenryu jetzt rum. AP ist nicht so lässig mit der. Aber jetzt bleibt die Tenryu hier schon stehen. Weil er natürlich jetzt auch da nicht Lust hat, auf so viele Gegner hier zu stoßen. Ob sich damit jetzt allerdings einen Gefallen gemacht hat, das weiß ich nicht, weil dafür ist er natürlich jetzt offen und gut hitbar für die Torpedos. Und man sieht, sie ist von der Karte verschwunden. Also war kein so ein schöner Move. Für uns ja, für den Gegner jetzt nicht. Sagen wir es mal so. Und jetzt können wir hier ein bisschen mal aggressiver da Richtung Gegner fahren, weil jetzt sind wir da in der Überzahl. Hat sich hier schlagartig durch die Zerstörer gedreht. So, die Kolberg kommt jetzt auch schon an. Und die HE-Kugeln, die fliegen eigentlich gut aufs Deck, aber jetzt wechseln wir mal auf AP.
Aber die Torpedos, die haben dann das Kraut ausgeschenkt. Und nun sind da deutlich weniger Gegner noch am Leben. Nur noch 4 Stück. Und die hängen da alle irgendwie im Norden rum. Die Reichweite ist leider nicht förderlich, um da jetzt schön Damage zu machen. Aber die hängen alle da oben, also da muss ich hin. Geschwindigkeit hier sieht man gerade so um die 26 Knoten. Viel schneller wird's nicht. Oh ja, die hat ja wenigstens noch ein bisschen HP. Vielleicht kriege ich ja doch noch ein bisschen was ab. Bewegt sich auch in meine Richtung, das ist angenehm. Bin jetzt hier offen. Und ihr seht, knapp 10 Sekunden hier. Und das für knapp 7 Sekunden. Und das für die Distanz von 8 Kilometer, die eigentlich ja wirklich nicht so weit ist. So, jetzt aim ich aber mal auf die St. Louis um. Weil die ist jetzt der Dampfer, der jetzt hier für Angst und Schrecken sorgt. Volle Breitseite. Achtet nicht auf mich, deswegen kann ich es jetzt gerade noch gut machen. Wenn sie auf mich achtet, muss ich hier wegdrehen, weil ich bin auch so ein leichtes Zitadellenopfer. Jetzt haben wir sie angezündet. Und wenn sie mal im Schuss ist, dann macht sie schon Schaden. Das war Facebook. Nochmal angezündet. So, jetzt brennen wir. Ich lasse aber nochmal brennen. Ich habe irgendwie so das Gefühl, da passiert gleich noch Schlimmeres. Ich drehe jetzt mal so ab. Ja, ich habe es doch gewusst, dass gleich mehr kaputt geht. Jetzt hier, wir halten wie die Berserker drauf und so eine St. Louis hält einfach unglaublich viel aus, das ist einfach wahnsinnig. So, jetzt hier haben wir die weg, jetzt die Dresden. Die könnte man zum Beispiel auch wieder mit AP beschießen, aber ich finde der Winkel, der kommt gerade ganz gut. Dementsprechend bleiben wir auf HE. Die Torps machen hier ihr Übriges. Nun nur noch die Kawachi. Der Schaden ist mittlerweile ganz angenehm. Hat sich jetzt dank der St. Louis und der was war's denn? Die Dresden noch ganz gut entwickelt. Allerdings aber jetzt mit der Kawachi einer vollen, da ist noch ein bisschen was an HP da. Und natürlich Schlachtschiff immer mit HE beschießen. So, jetzt aimt sie auf mich um. Jetzt drehe ich so ein, dass er, selbst wenn sie jetzt noch schießen sollte, mich nicht mehr so wirklich nerven kann. Brand hat sie gelöscht. Repariert sich auch gerade wieder. So, ich hoffe, dass die Dresden... ich wollte gerade rechts rumfahren, aber ihr seht auf der Minimap, wo sie sich gerade aufhält. Und wenn ich sozusagen, bis ich rechts rumfahre, ist sie dann links schon wieder so halb durch. Wir schauen, was die Storojevoi jetzt macht. Ob da die Torps treffen.
Aber es sieht nicht so aus. Ich muss jetzt echt rumkommen, das ist gerade essentiell. Weil es ist eine wichtige... Die Torpedos haben schon mal zwei getroffen. Das ist gerade eine essentielle Phase im Spiel. Weil die Kawachi, wenn sie mal trifft, kann sie echt richtig nochmal austeilen. Und nimmt hier einfach beide raus. Aber ich kann hier sie gut anzünden. Und auch dann nochmal einiges an Schaden machen. Jetzt rammen sie sich. Und da rammen sie sich gegenseitig in den Tod. Die Kawachi hat einfach zu wenig HP für eine Attacke, die da funktioniert. Und dementsprechend haben wir hier den Sieg mit der Callback eingefahren. 589 XP. Mehr waren einfach ohne Kills nicht möglich. Aber es waren doch... Was waren es denn? Ja, um die 38.000 Schaden. Und ich denke, das ist für ein Tier 3 doch ganz ehrenwert. 152 Treffer, 7 Brände dann dabei gemacht. Ja, dann hoffe ich, es hat euch gefallen mit dieser Runde Let's Play World of Warships und dem Tier 3 Kreuzer Kolberg.